Christoph hier, schön schaust du zu diesem Video wieder rein. In diesem Technikvideo geht es um die Harmonics. Harmonics sind die Art von Klängen, die du soeben gehört hast. Und wir schauen uns kurz an, wie erzeugst du diesen Klang und auch zwei, drei Variationen, wie du sie gut einsetzen kannst. Bleib ganz kurz dran, geh gleich weiter. Nun, wenn du einen Ton auf der Gitarre auf herkömmliche Weise produzierst, sei das mit einem Einzelton oder mit einem Akkord, dann entsteht der Ton für gewöhnlich dadurch, dass wir einen Akkord greifen, ja, und die Finger drücken die Saite ganz runter auf das Griffbrett. Ja, der Ton wird dabei nicht erzeugt hier durch den Finger auf dem Holz, sondern im darauffolgenden, auf dem darauffolgenden Bundstab. Ja, hier wird effektiv der Ton erzeugt. Das ist auf jeder Seite so. Wenn wir jetzt hier im siebten Bund mal den Ton E nehmen, auf der A-Seite, ja, so würden wir ihn regulär erzeugen. Und nun kann man den Ton E auch so erzeugen, dass man exakt über dem Bundstab im siebten Bund ganz sanft einen Finger auf die Seite legt. Ja. Man drückt den Finger nicht runter auf das Griffbrett. Die Saite berührt nicht den Bundstab. Es geht hier nicht um Druck, sondern wirklich ganz sanft den Finger aufzulegen. Ja, so klingt es herkömmlich. Ja. Und so klingt dann Harmonic. Und das ist eine ganz, ganz sanfte Bewegung. Die kannst du mit jedem Finger vollziehen. Es geht wirklich nur um ein sanftes Anbringen des Fingers. Ja, das ist es auch schon. Und du kannst das, wie gesagt, mit jedem Finger tun. Ich für gewöhnlich, ich brauche gern meinen Mittelfinger hier. Und das geht natürlich auf allen Seiten, wenn wir jetzt hier im siebten Bund mal sind. Du siehst, du kannst das Seite für Seite vollziehen oder du kannst den ganzen Finger einfach gerade, wirklich gerade über das Bundstäbchen legen, über den Bundstab und von oben nach unten. Also tonal von unten nach oben natürlich oder auch in der umgekehrten Bewegung. Zu Beginn würde ich dir empfehlen, wenn du mit Harmonics noch nicht viel Erfahrung hast oder keine, es gibt verschiedene sogenannte Sweet Spots, wo du Harmonics erzeugen kannst. Aber am einfachsten ist es sicherlich im 12. Bund. Ja, das hat mit der Mensur deiner Gitarre zu tun, also der freischwingende Teil deiner Saiten. Im 12. Bund halbierst du genau, bist du genau in der Mitte deiner Mensur. Und folglich, hier eignet sich das am besten. Ja, ist natürlich super für E-Blues-Dinge, weil wir haben die B- und die E-Saite, die hohe. Ja, die können. Ja, das passt dort super rein. Aber auch für das tiefe E, das da auch drin ist. Oder. Wo passen Harmonics auch noch sehr gut? Zum Beispiel bei Outros. Outros werden ja sehr häufig auf dem 9er Akkord abgeschlossen. Ja, so. Ja, dann kannst du eine Oktave höher. Im 19. Bund beispielsweise. Ja. Das sind also schon ein paar Harmonics da drin, irgendein Outro und dann löst du auf der E-Seite auf, hier ein Harmonic und dann im 19. Bund zum Beispiel einfach von oben nach unten tonal. Ja, und ganz wichtig hier, zwei Dinge. Experimentiere, wenn du eine E-Gitarre hast, experimentiere mit dem Vibrato-Hebel hier. Da kann man wirklich Sachen machen. Und womit du auch experimentieren willst, ist hier mit deinem Pickup-Switch. Ja? Es klingt in jeder Pickup-Stellung klingen die Harmonics anders. Ja? Und experimentiere damit, welche Klänge du da hinbekommst. Gibt dann auch zum Beispiel, du kannst hier die hohe E-Seite, kannst du hier
nochmal oktavieren, ja, das ist ganz, ganz ein hoher Klang. Ja, und Stevie Ray Vaughan, hier ein kleiner Tipp, den habe ich von ihm geklaut. Ein kleiner, einfach ein kleiner Effekt, der hat mir immer super gut gefallen. Zum Beispiel in Songs wie Riviera Paradise setzt er diese Technik, ich glaube, 10, 12 Mal hintereinander ein. Ist ganz speziell, ist nicht ein klassischer Harmonic, aber hier oben heißt, wenn du... Ja, kannst du die G-Seite hier... Kannst du mit dem Finger die G-Seite hier ziehen, ja. Das hat auch schon fast so einen Harmonic-Anklang, ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie man die Technik nennt, ob das ein klassischer Harmonic ist. Ich nehme das einfach dort rein, ja. Klingt für mich super gut. Warum das auch nur auf der G-Seite funktioniert, wenn ich das auf der B-Seite tue, ja, klingt das nicht gleich, ja, ebenso wenig auf den tieferen Seiten, ja. Den besten Effekt hast du auf der G-Seite. Und hier wichtig, der Pickup-Switch ist hier in Position 5, ja. Wenn du es auf dem 1 hast, ja, dann hast du nicht die gleiche Power dahinter, auch das Volumen sollte relativ offen sein. Wenn du dann noch einen Tube Screamer oder ein Overdrive Pedal drin hast, dann kannst du damit wirklich unglaubliche Sachen machen, in Kombination mit dem Vibrato Hebel. Genau. Ja. Vielleicht so viel für dieses Video, sonst wird das hier zu lang. Mache gerne Folgevideos, aber versuche diese Harmonics zu üben, langsam zu üben. Nimm sie, wie gesagt, Finger für Finger, also Seite für Seite besser gesagt, oder auch mal einen Finger liegen lassen. Experimentiere mit unterschiedlichen Fingern und nochmal zusammengefasst, kein Druck auf den Bundstab, kein Druck auf das Griffbrett, soll wirklich einfach nur liegen bleiben. Ganz sanft hier. Ja, und experimentiere mit dem Pickup-Switch, auch hier mit den Tone-Potties. Kannst du unglaublich tolle Sachen machen in deinem Blues. Ich hoffe, du hast etwas Wert gewonnen aus diesem Video, etwas gelernt dadurch auch. Und wenn jemand weiß, wie man, weshalb zum Beispiel hier, das was ich gezeigt habe, hier oben auf der G-Seite funktioniert und warum das auf der G-Seite am besten geht, dann ja, freue ich mich auf einen Kommentar, wenn du mir das mitteilst. Ja, ich bin mich auch stetig am Weiterentwickeln und am Lernen. Und nun, genug geredet. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Video und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut und tschüss.